Ah, shit. Ich habe das andere ja noch nicht an. Traurig, aber wahr. Die Göttlichen sind euch heute. Der will mir einfach nichts mehr beibringen. Ich habe hier Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ja. Und du kriegst von mir das. Eieiei. Die Gifte verkaufen nicht so sehr oder nicht so gut wie die Giftresistenzteile. Aber trotzdem noch okay. Also wo waren die Karpfen anzufinden? Irgendwo im Wasser? Bei Riften wahrscheinlich. Entweder sammeln wir die oder wir kaufen die. Ich würde eher verkaufen tippen. Weil das geht schöner, schneller und so weiter. Okay. Gehen wir mal nach Markart. Wenn die auf der linken Seite war, da muss ich ja nicht zwingend den Kreis rechts rumlaufen. Ich hoffe, das funktioniert auch so rum. Oh mein Gott. Ich glaube, die Aufnahme geht schon ziemlich lang. What? Ja, genau. Wir können auch da lang. Wie spät ist es denn? 6 am. Ich hoffe, die haben schon wieder neue Sachen. Voller Hoffnung, dieses Let's Play. Voller Hoffnung. Was man auch nicht so macht. Oder was man alles so macht. Würde ich fast schon sagen. Nun, ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Hat also wieder neue Sachen. Wunderbar. Das ging einfach. So, na dann verkaufen wir mal unsere Sachen. Verzauberers. Nein. Obwohl. Stimmt, das funktioniert ja nicht nachträglich. Das ist ziemlich blöd irgendwie. Ausdauer wiederherstellen kann weg. Gesund wiederherstellen. Giftresistenz kann weg. Kränke teilen. Magika regenerieren. Moment mal, regenerieren ist verkehrt. Und dann brauche ich... Oh, bitte nicht. Wiederherstellen. Oh, Mann, ey, mit dem bisschen kann ich nichts anfangen. Haben wir hier noch irgendwas, was nicht bekannt ist? Alles irgendwie bekannt. Oh, bis auf das. Oh, und das. Oh, und das. Und... Ja, das dürfte alles gewesen sein. Ob ihr ein Heilmittel benötigt oder etwas anderes. So, Wiederherstellungstränke. Oh. Wieso finde ich denn nichts mehr für Verzauberung verstärken? Ist ja traurig. Kleines Geweih und Salz. Okay. Aber das war's jetzt irgendwie. Eines Geweih und Salz. Zerstörung verstärken. Ja. Unsichtbarkeit. Kleines Geweih und Salz. Oh, und Hexenrabenklauen. Okay, das kann ich nicht benutzen. Kleines Geweih und Salz. Okay. Nein. Ist nicht drin. Histkarpfen. Okay. Der funktioniert. Wundervoll. Falmerohr. Oh, kleines Geweih. Nee, ist nicht drin. Bam, bam. Schön wäre es, wenn man manche Gegenstände irgendwie noch rausnehmen könnte. Damit man nicht aus Versehen die irgendwann mal benutzt oder so. Das ist jetzt nämlich irgendwie mein Problem. Vor allen Dingen Biene mit Honigwabe zusammen. Oh, kleines Geweih geht nicht. Ist nicht. Ich
Ich will doch einfach nur eine 100% Rüstung haben, ey. Ist denn das zu viel verlangt? Okay. Objekte. Wie viele haben wir denn schon? Wiederherstellung verstärken. 1. Okay. Schloss knacken. Hä, zu Favoriten hinzufügen? Krass. Das ist ja cool. Kleines Geweih. Knochenmehl, Salz. War denn hier noch irgendwo ein Fisch? Kleines Geweih und Salz. Na gut. Ja, wir werden jetzt einfach mal uns hier umgucken. Die hat doch 100% noch irgendwas hier rumliegen. Wir suchen jetzt nach kleinem Geweih und einem Salz. Was sieht denn hier so aus wie ein Geweih? Auch nicht. Das Firmament, super. Uninteressant. Tablets. Ah, super. Ah, eine Biene. Nehmen wir doch mit. Für eine haben wir immer Platz. Das Geweih und Salz. Ist auch nichts. Mann. Welcher Alchemist hat denn kein kleines Geweih mehr? Ist ja richtig tragisch. Na gut. So viel zum Thema. Moment mal. Wenn wir sowieso die ganze Zeit nur meckern, dass wir nichts finden, können wir ja auch dahin gehen, wo immer genug da ist. Und zwar zur Winterfeste-Akademie. Ich hoffe, das geht. Also wenn ich jetzt den Verzauberungsverbesserungs-Ding eingehauen habe. Ein Alchemisten, ja. Na, das Problem ist, es wird einfach ein bisschen zu lange dauern. Scheiße, muss ich jetzt... Ach ja. Einmal kann ich das ja machen. Na komm, na komm, na komm. Oh, war das das vom Erzmagier? Nee. Na doch. Oh, es ist noch nie wieder resettet. Das ist ja schade. Das dauert ja Ewigkeiten. Ich dachte, das wäre wenigstens so schnell wie... Na, die ganz normalen Händler oder so. Aber gut. Räume werden nicht so oft resettet. Traurig, aber wahr. Sind noch irgendeinen schönen... Hier gibt es, glaube ich, keinen tollen Händler. Dann gehen wir mal nach... Wo gehen wir mal hin? Falkenring. Ja, da hatten wir uns ja zum ersten Mal. Ich werde jetzt nur zwischen diesen drei Städten rumwechseln die ganze Zeit. Dürfte ja eigentlich auch funktionieren. Irgendwann. Irgendwann. Ja, ich werde dann aufhören, wenn ich eine 100% Verbesserung drauf habe. Damit ich ganz genau weiß, na, wann ich mit einer einzigen Verzauberung keine Magika mehr für eine bestimmte Art von Spruch mehr benutzen kann. Damit ich nicht zwingend 100 oder 4 Items mit plus 25 haben muss. Damit das Ganze funktioniert. Oh, das war jetzt blöd. Moment mal. Was ist denn los? Ach, ist jetzt nicht wahr, oder? Ich habe meine Kampfrüstung nicht an. Oh, das ist ja ein normaler Drache. Na gut, dann machen wir den mal tot. Verbrennen. Boah, Alter. Okay. Ist irgendwas mit dem Schwierigkeitsgrad passiert?
Nee, okay. Steckt eure eitlen Zaubertricks einfach woanders. Was hat der gute Drache denn dabei? Ah, das Gold können wir mitnehmen. Pfeile auch. Der Rest ist uninteressant. Ist schön, ab und zu mal einen leichten Drachen zu finden. Na komm schon. Geht doch. Der bewegt sich nicht, ist nur noch ein Skelett. Natürlich ist er tot. Wenn man mal davon ausgeht, dass er jetzt nicht in nächster Zeit zu einem Skelettdrachen wird oder so. Gibt's ja auch sowas. Hallo, jetzt. Oh. Können ja auch mal kurz so nett sein und die ganzen Sachen wegstecken. Macht euch kein... Werft einen Blick darauf. Was hat sie denn? Ach, wir nehmen einfach wieder alles mit. Gut. Verkaufen tun wir Magika regenerieren. Genau, kann weg. Magika verstärken, kann beides weg, wiederherstellen, bla bla bla. Frostresistenz kann auch weg. Sonst noch irgendwas. Ausdauer oder so. Ah, diese beiden Sachen können weg. Dann kann noch weg. Oh, die hat bald kein Gold mehr. Sehr schön. Magika oder Magieresistenz, so rum. Nicht Magika-Resistenz. Redekunst verstärken, brauche ich auch nicht. Ah, die 61 hätte perfekt gepasst, aber gut. Sieht hier irgendwas so aus, als hätte hier jemand ein Geweih oder so, ne. Die Krieger von Falkenring kehren immer zurück. So oder so. Also da, wie viel haben wir? Oh, endlich, endlich. Blauer Schmetterlingsflügel, cool. Also damit kann man eins, so, ja, drei Tränke kann man damit machen. Verzauberung verstärken. Und wie stark sind die? Plus 15%. Okay. Einmal Alchemie beenden. Gehen wir noch mal kurz in unsere Sammlung und gucken mal, wie viel standardmäßig drauf kam. Und wo ist das restliche Zeug? So, okay. Also plus 15. Stande hier. Plus 6%. 25. 15, 3,5-fach, 2,5-fach, ja. Oder? Ja, 2,5-fach. Also 150% extra, was auch wirklich mit den Werten einstimmt. Wir kommen ja auf 150% zusätzlich. Okay, gut, Cyrodiil Spatenschwanz, kleines Geweih und Salz, super. Ja, das wollten wir aber jetzt nicht. Ich wollte gucken, ob ich irgendwas noch essen kann von diesen Sachen. Nee. Oh, D3 Herz. Was habe ich denn jetzt genommen? Ach, irgendwas. Egal. Uninteressant, der Effekt der Gesundheit verstärken. Nein. Säbelzahntiger. Wozu ist denn das gut? Veränderung verstärken. Na gut. Nicht zwingend so günstig. Oh, Moment. Ich kann hier mal wieder die andere Rüstung drauf machen. Oder halt, nee. Ich wollte ja unbedingt noch rausbekommen. Wiederherstellung, genau. Wie viel das normalerweise macht. Salz und kleines Geweih. Wiederherstellungszauber sind für 60 Sekunden um 23% stärker.
Okay. Es sind also immer 23%. Sehr interessant. Beenden. 23% mal 150% oder mal 2,5. Moment mal. Aha. Ja, Wo war ich stehen geblieben? Blablabla, bla, bla, mal 96% mal 2,5 mal 26, 52. Und irgendwas um die 60. 65 oder so. Keine Ahnung. Was wollte ich jetzt? Ja, genau. Den nimmer. Den nimmer. Na, wo ist der Pelzstiefel? Lederrüstung, Lederhelm und das Teil. Oh, kann das mal von unten anfangen? Wiederherstellung. Also dann. 58. Von 26 auf 58? Sechs mal zwei ist 12. Irgendwas ist da in der Rechnung verkehrt. Aber gut. Nee, wir wollen hier nicht weg. Wir wollen hier noch diese anderen Sachen zusätzlich benutzen. Das Beschlossknacken wollen wir verbessern. Ja. Das kann man zum Glück einfach so, ohne großartige Probleme. Okay, Hexenklaue ist wieder eins dieser ganzen Sachen. Und dieser Schmetterling ist leider auch nicht drin. Moment. Blablabla. Die Herstellung. Warte mal. Verzauberung. Verzauberung bestellen? Ja, stimmt, ja. Na gut. Die Herstellung. Es ist gar nicht so einfach. Überhaupt nicht. Hoppala. Ja. Das dürfte gehen. Skiverschwanz. Viel zu lange hier für das Auswählen von den ganzen Sachen. Das ist jetzt schon leicht peinlich. Und Pelzgesundheit wiederherstellen, Gesundheit wiederherstellen. Herstellen. Gesundheit senken, Falmerohr, okay. Nein. Wiederherstellen, yep. Schneebären, Verzauberung verstärken, nein. Ausdauer wiederherstellen, Frostresistenz. Silberbarsch also nicht. Sehr interessant. Aber dafür die Schneebeere. Knochenmehl, Fahrer sind nein. Nee. Darf der Magikaschaden. Ausdauer verstärken. Nee, nein. Manche Sachen wollen einfach nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Alles Mögliche geht hier mit Schneebären. Hexenrabenfedern. Super. Knochenmehl, Lavendel. Oh, geil. Endlich klappt mal was. Ausdauer Biene, Fackel, Würmchenbrust. Da auf der Magikerschaden. Okay. Yep. Biene, die Perle blocken. Magie wiederherstellen kann weg. Silberbarsch, Ausdauerregeneration, bla.
Okay. Blauer Schmetterling, zyrodyllischer Spatenschwanz. Wiederherstellung verstärken. Und genau deshalb ist er ziemlich gut. Und das kleine Geweih mal wieder. Ja. Und wir können keine anderen Verbesserungen machen, weil wir kennen ja schon alles von unseren ganzen Verzauberungsgegenständen, die wir haben. Aber Moment. Na okay. Zum Testen von diesen ganzen Sachen, ob die funktionieren oder ne, wäre ich mal lieber bei dem Magier hier in Weißlauf oder zu dem Magier in Weißlauf gehen. Weil der eindeutig die beste Lokation hat. Der hat ja diesen Verzauberungstisch direkt neben dem Alchemietisch und da kann ich also wunderbar testen, ob das funktioniert oder nicht. Ich habe hier. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Beides so circa, aber okay, Gift sinken. So. Krankheitsheilung, Ausdauer wiederherstellen. Weg. Weg. Beschwörung verstärken. Weg. Wiederherstellen, wiederherstellen, wiederherstellen. Resistenz kann weg. Leichtrüstung verstärken kann weg. Magika wiederherstellen, wiederherstellen, wiederherstellen. Redekunst verstärken kann weg. Schleichen kann weg. Schleichen verstärken kann weg. Oh, ja, langsam wird's kritisch. Verstärken weg. Schloss knacken verstärken. Bla bla bla. 2, 4 und dann nochmal Schloss knacken verstärken. 4, 5. Schwerrüstung verstärken. 1, 2 und 3. Ja, und das wird verkauft. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Und oh Wunder, jetzt sind wir mit einer der reichsten Leute hier in dem. Wir haben doch bestimmt mehr als 100.000, oder? Na, 91.000. So viel hatte ich bis jetzt noch nie, glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau. Ich könnte wahrscheinlich schon mehr gehabt haben. Eigentlich jeder etwas. Sag, was benötigt ihr? Ich führe ein recht gutes Sortiment von Tränken und Alchemiezutaten. Ah, das sehe ich. Okay, ja stimmt, wozu ist diese Jaspe cool? Also, nein. Ah, hier. Was kann die Bärenklaue? Komm, ich will wissen, was die Bärenklaue kann. Ach, jetzt kommt nur Gold. Okay. Und schon ist das Ding weg. Tragfähigkeit verstärken, Mike. Ach, egal. Jetzt noch irgendwelche Sachen, die ich nicht kenne. Aha. Und das war's. Wer ein Heilmittel braucht, könnt ihr wiederkommen. Na dann. Gift. Riesenflechte, Magika wiederherstellen, Gesundheit. Okay, schau aus, Eier kann weg. So. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche Frost. Und für so gewöhnliche Leiden. Fähigkeit für Feuer und so. Ausdauer für einen Riesenzehe. Gesundheit, Ausdauer kann weg. Ausdauer, Frost, Gesundheit. Yep, kann weg. Dauerhafter Dings, kann weg. Beschwörung verstärken. Beschwörung, Magierin und so. Weg. Nein. Und ja, das kann weg. Glühstaub und Schneebäre war nicht drin, nein. Hexenhafen, Weizen auch nicht. Blasenpilz, Schmiedekunst und Ausdauer, bla 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 bla. Ja, kann weg. Feuerresistenz war nicht drin. Blaue Bergblume, Magikrine, okay. Weizen war auch. Blasenpilz und Weizen. Leichte Rüstung, Unsichtbarkeit, nein. Nein, auch nicht. Hoppala. Oh. Redekunst verbessern. Drachenbaum, Hexenraum, nein. Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten. Ja. Ich stehe euch stets zu Dienst. Na dann, Alchemie beenden. So. Ihr seht, ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Eigentlich bin ich mehr an meinen Sachen interessiert. Na gut. Krankheitsheilung. Beschwörung verstärken. Kann weg. Gesundheit verstärken.
verstärken kann, weg. Zellen wiederherstellen, Leichtrüstung verstärken kann, weg. Gesundheit wiederherstellen, bla bla bla. Taschen, die verstärken kann, weg. Unsichtbarkeit kann viermal. Oh ne, Moment. Oh Gott, sind die Tränke teuer, ey. Verzauberung verstärken mal 2. Das bringt uns jetzt nichts, weil ich habe die ja schon irgendwann mal gemacht. Bringt's nicht, nee. Verzauberung verstärken mal 2, nein. Herstellung verstärken brauchen wir. Zerstörung verstärken kann weg. Und... ach ne, jetzt hat die sowieso nicht mehr genug Geld. Wenn ihr ein Heilmittel braucht. Und jetzt dürften wir theoretisch... ne, wissen wir noch nicht. Wir haben 2000 oder so gerade mal dazu gekriegt. Ja, 2000. Okay. Und jetzt schauen wir uns einfach mal hier oben um und hoffen, dass wir auf 100% kommen von der ganzen Sache. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Ich hoffe, ich habe nur irgendwas zum Verzaubern. Muss ich mal kurz gucken. Sonst muss ich mir irgend so ein Billigding kurz hier aus der Gegend holen. Boah, mein Gott. Hexen ist ja unvorstellbar schlimm. Also dann mein Freund. Moment. Ist nicht hier. Ah, hier ist er. Ihr kennt die flüsternde Dame, nicht wahr? Was? Die habe ich. Die göttlichen sind Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Er hat nur Müll im Inventar, schönen Dank auch. Aber gut, dadurch, dass er nur Müll im Inventar hat, kann ich erstmal Sachen verkaufen. Zweihändigkeit verstärken, ja, kann weg. Zweihändigkeit verstärken, kann weg. Zweihändigkeit verstärken, Zerstörung verstärken, kann weg. Und das kann weg. So. Okay, jetzt haben wir erstmal haufenweise Sachen wieder verkauft. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die... Okay, habe ich irgendwelche Sachen im Inventar, die ich fix verzaubern könnte? Nur so zum Spaß. Damit ich wenigstens wüsste, wie die sich verhalten. Ich glaube nicht, Tim. Okay, da brauchen wir jetzt irgendwas. Ganz schnell. Ja, genau. Kinder kann man nicht beklauen. Wundervoll. Ihr kennt die Flüsternde Dame. Red mich doch nicht die ganze Zeit an und hau ab jetzt, komm. Ich kann dich nicht beklauen, von daher bist du uninteressant für mich. Jetzt bewegt deinen Hintern. Wundervoll. Ja, tut mir leid. Rorikstadt ist zwar ein hübsches Dörfchen, aber auch ein langweiliger Dienstort. Müssen die mich denn die ganze Zeit echt belabern? Das wäre schon etwas anderes. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernde... Nee, hier finden wir keine Ringe. Hier finden wir mal Ringe. Irgendwelche Spirenzchen halt. Ihr seid doch kein Dieb, der mich ausrauben will. Nein, nein. Ein Drache. Kaiserlicher Bogen, Kleider. Oh, super, die Kleidung nehme. Kühneshain angegriffen? Aber warum? Warum diesen Ort? Gehst du jetzt einfach weiter? Gibt es keine sichere Zuflucht mehr? Okay, wo ist die Kleidung? Hier. Okay. Vorsichtig. Bloß zum Testen. Also dann. Wir probieren jetzt erstmal kurz die... ja, ja halt. Macht der Gewohnheit, immer mal kurz zu gucken. Aber jetzt, wir testen erstmal kurz die Kleidung zu verbessern. Mit, ja, mit was denn mal am blödsten? Es ist jetzt schon blöd, wenn man alles Mögliche zum Verzaubern hat, aber das, was man braucht, hat man gerade nicht da. Das ist jetzt schon blöd. Aber gut. Ja, genau. Zum Beispiel Zerstörung und Magie. Nee, nehmen wir mal bloß Zerstörung. Okay, da kommen wir auf 25. Moment. 15 hier und 25 bei dem anderen. Okay, gut. Verzauberung abbrechen. Yep. Dann speichern wir hier mal kurz ein bisschen. Speichern jetzt für einen neuen Spielstand. Ah ne, Moment. Ich will beenden, ja. Ich muss ja als erstes diesen komischen Trank da reinsetzen. Wo ist er denn? Hier. Wiederherstellung verstärken.
Okay. Ich schätze hier was verzaubern will. Mächtig. Verzauberung. Nee, nicht Ausdauer. Nee, einfach nur Beschwörung. Und die Kleidung. Komm ich auf 25. Ja. Stimmt. Verzauberung abbrechen, ja. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Wiederherstellung verstärken. So, das Ding. Komm auf 91. Alter! Herstellen. Alchemie beenden, ja. So. Jetzt benutzen wir das Ding. Dumm. Wiederherstellung verstärken. Nummer 2. Alchemie beenden, ja. Objekte. Moment mal. So. Wieso hat das gerade nicht funktioniert? Wo ist es? Ah, 39. Jetzt dürft's gehen. Wiederherstellung verstärken. Kleines Geweih und Salz. 123%. Schon sieht die ganze Sache besser aus. Herstellen. Alchemie beenden. Ja. So, wie viel kommen wir jetzt? 39? Ach nee, ich muss es ja noch. Ah, ich muss ja noch.